Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Super XFI AMP. Den wollen wir jetzt testen. Ich habe die App jetzt schon runtergeladen. Meine Tochter hat Fotos von meinem Ohr gemacht, vom anderen Ohr und vom Gesicht. Also erst rechte Ohr, Gesicht, dann linke Ohr. Das wird alles in der App ganz wunderbar erklärt. Und jetzt haben wir da praktisch so einen direkten Musikplayer. Wir müssen jetzt aber erstmal noch das Gerät anschließen. Dann nehmen wir einfach USB-C. Und hier auch USB-C. Jetzt leuchtet das orange, jetzt leuchtet es grün. Ich versuche mal, dass ich das drauf kriege für euch. Also erst hat es orange geleuchtet, jetzt grün. Jetzt setze ich meine Kopfhörer auf. So, stecke die rein. So. Okay. Der sagt, dass er das erkannt hat. Und jetzt leuchtet das Super FX da unten auch bunt. Also ist nicht mehr grau hinterlegt, man kann es auch. Ah, ist ein Update verfügbar. Okay. Wir machen erstmal das Update. Das geht auch relativ fix. Ich weiß jetzt nicht. Also das für den AMP ist das Update. Das geht dann auch gleich über den USB-Stick. Wir sind ja, wir leuchten jetzt rot. So. Irgendwas sagt sie auch auf Englisch und dass es complete ist oder not complete oder irgendwas hat sie jetzt gesagt. Ich habe es nicht verstanden, weil ich dabei gequatscht habe. Achso, jetzt ist es fertig. Wir durften es nicht ausmachen, hat er gestanden. So. Ja. Also für den Best, also ist alles in Englisch für den besten Experience und so. So. Personalisierung. So, jetzt steht da halt 100%. Sophie voll. Okay, jetzt haben wir es installiert. Unlock in ihr. Apple. Ach so, jetzt steht hier ganz viele Kopfhörer. Bose, JVC X3. Emu, die kann man dann halt hier freischalten irgendwie. Wir nehmen jetzt einfach mal wie heißen die ich jetzt habe? Ovana. Mal gucken, ob das hier A, B, C. Creative ist nicht mit bei. Ja, ich denke mal, die werden ihre eigenen automatisch unterstützen. Biodynamic ist jetzt zum Beispiel mit bei. DT990, DT880, DT770 Pro. Ich nehme einfach mal das 990. Und dann arbeitet der. Und dann haben wir das angeschalten. Seht ihr das? Und dann können wir hier zurück. Und dann haben wir da oben ein Kopfhörersymbol. Und dann ist es dafür auch eingeschalten. Das wollen wir jetzt aber nicht. Unlock. Headset Phone. Oh. Egal. So, jetzt schalte ich die, mache ich die Musik einfach mal an. Ich mache das hier schön laut.
Ah, das geht hier separat leise. Also in der App kann ich laut leise stellen. Und an dem Gerät kann ich selber auch noch mal laut leise stellen. Ich kann auch den Bass hier anpassen. Ich mache mal wieder alles auf Null. So, da können wir nämlich hier, wenn wir hier unten, da haben wir so, hier da, wo ich meinen Finger habe, so drei Striche, da können wir raufgehen. Zack. Na. Und da können wir das dann anpassen. Ah, da wird es heller. Dumpfer. So, wir haben jetzt aber hier volle Lautstärke. Jetzt machen wir hier mal volle Lautstärke. Wow! Oh, die gehen echt laut. Wow. Also das hatte ich noch nie, dass ich Kopfhörer freiwillig leiser gemacht habe. Die sind brachial laut. So, jetzt. Da, das ist Play und Pause ist der kleine Knopf in der Mitte. Und der große? Ach, der so große ist für Super FX an und aus. So, testen wir mal. Scheiße, dass ihr das nicht hören könnt, wie der Unterschied ist. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, ohne kommt es ganz normal rüber. Ich habe ausgewogen, links, rechts. Ganz normal, aber auch brachial laut. Wenn ich das jetzt anmache, dann hört sich das echt komplett anders an. Wir können jetzt hier auch Classic Cinema, Pop, Game, Classic, Flat, Game, Pop. Ich mach mal jetzt Game. Beim Game ist halt Bass 4% mehr und andere 4,5. Also ohne ist es sehr klar. Man versteht die Stimmen, man hört die Musik, so wie ihr es kennt von Kopfhörern Anlage. Aber jetzt. Es ist etwas dumpfer, nicht negativ dumpf. Es hört sich wirklich so an, als wenn man da irgendwie im Studio oder mit bei live irgendwie ist. Also nicht zu übermäßig. Weil auf CDs ist es ja sehr klar, dass man das wirklich alles hört. Und das ist jetzt so, als wenn man da mittig steht und die zuhört. Ich mache mal noch was anderes drin. Flat. Wow. Bei Classic kommt es geil. Bei Classic Bass 6,0 und das andere bei 3,0. Ich kann das doch selber anpassen, also ich muss nicht über das. Nicht über die Skala links, rechts machen, ich kann auch den Punkt anfassen und dahin machen, wo ich will.
So finde ich es geil. Ich habe mir das jetzt selber mal angepasst. Also man kann die Linie egal wo antippen und sein Ei machen. Also komplett anpassen. Ich mache mal jetzt lauter. Wow. Also, die sind echt geil. Ich mach mal noch ein Lied. Definitiv geil. Also das ist das erste Mal, dass ich freiwillig Kopfhörer wirklich leiser gemacht habe. Ich habe sie jetzt wieder lauter gemacht, um zu testen. Darum habe ich denn mir die Skala dann nochmal ein bisschen neu angepasst. So finde ich, das ist für mich eigentlich bei der Musik jetzt exakt der geilste Klang überhaupt. Also es hört sich richtig geil an. Also nicht so klar und deutlich wie auf einer CD. Man hört wirklich ich habe mir den Bass schön drin geklatscht, schön Bass, schön drücken muss es. Man hört die Stimme zwar noch richtig, aber halt nicht dieses Klare wie von der CD. Also wirklich, als wenn man davor steht und die zuhört. Ich kann es euch ganz, ganz schlecht beschreiben. Es ist ein ganz anderes Musikerlebnis in meinen Augen. Kann ich euch so sagen, es ist ein komplett anderes Erlebnis. Es ist, und das sind nicht mal die teuersten Kopfhörer. Also, fantastisch. Wartet mal, vielleicht geht das ja auch, wenn ich das hier abmache. Ich lasse es einfach mal dran. Vielleicht kann ich da dann auch irgendwie plus minus irgendwie. Ach, schade, es geht nicht. Ich habe gedacht, unlocked. So. Es geht leider nicht. Also der Ton läuft weiter, wie ihr seht. Es läuft dann alles über das Teil. Aber es ist fantastisch. Leute, sorry, ich kann es nicht anders sagen. Man hat halt nicht dieses Klare, wie man von der CD kennt, was man mit Einstellungen dann auch ändern kann. Mehr Bass rein, dies rein, das rein und so was alles. Das macht. Könnt ihr dann mit dem Schieberegler machen. Und der Sound hört sich etwas, wenn man es will. Man kann es auch ganz klar und deutlich machen, finde ich scheiße. Ich habe es mir etwas dumpfer gemacht, Bass was höher gemacht. Man hat die Stimmen noch gehört, habe mir die Wellenlinie noch so ein bisschen angepasst. Und es ist ein ganz anderes Sounderlebnis. Es ist, boah. Ich kann euch das so scheiße, leider kann ich euch das echt scheiße beschreiben, Leute. Das hört sich so genial an. Der Sound damit. Oh, scheiße, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es euch leider nicht beschreiben. Es ist einfach ein ganz anderes Musikerlebnis. Hier seht ihr nochmal verpackt. Es ist ein komplett anderes Musikerlebnis. Einfach, also ich bin überzeugt von. Dass ich so sagen muss, aber. Und vor allen Dingen kann man damit die Kopfhörer auch nochmal lauter machen. Das ist das allererste Mal. Das allererste Mal. Und wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr das. Ich habe die immer auf volle Pulle getestet, die Kopfhörer. Das ist das allererste Mal, dass ich hier die Musik runterdrehen musste, weil es extrem laut war. Ich konnte mir dann nach und nach noch ein bisschen zugeben. Aber ich habe jetzt auch noch am Ende jetzt nicht auf volle Pulle gehabt. Ist das allererste Mal, dass ich Kopfhörer habe oder mit einem Gerät, was dazwischen geschalten ist, wo ich
Kopfhörer leiser machen musste. Sonst habe ich die immer auf Anschlag. Allererste Mal. Und ich bin vom Musikgenuss einfach echt überzeugt. Ich kann es leider anders nicht sagen. Ich werde die jetzt auch noch weiter testen, wenn ich nächstes Mal Fahrrad fahre. Ich will ja demnächst Fahrrad fahren. Und dann werde ich die testen. Dann mache ich mir das schön. Nehme mir schön die Kopfhörer, mache meine Musik an, mache mir noch auf meinen USB-Stick beziehungsweise auf mein Handy noch ein bisschen Musik drauf und dann passt das schon. Also wunderbarer Klang, ich kann echt nicht meckern. Wirklich, echt toll. Sorry Leute, ich kann nichts Negatives sagen. Es ist toll. Es hört sich so gerne an. Preis kann ich euch dazu noch gar nicht sagen. Ich habe es gekriegt, bevor es in den Handel kam. Müsste jetzt mittlerweile im Handel sein. Ich weiß es aber nicht genau, ob es im Handel... Ich habe die Version von 12/2018 oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon im Handel ist. Ich weiß auch den Preis nicht. Den kann ich euch nicht sagen. Ich habe es jedenfalls vorher gekriegt. Ich bin nicht vorher dazu gekommen, die Videos zu machen. Urlaub und Ferienzeit jetzt. Es war halt wenig Zeit. Aber jetzt ist es ja soweit. So, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Ich werde die jetzt noch eine Weile testen, je nachdem wann und wie. Ich werde das auch mal am PC testen. Ich habe ja am PC auch ein USB-Kabel. Also USB-C. Und dann werde ich einfach mal USB-C, oder geht ja auch normale, hier dran jagen und mir die Kopfhörer für den PC machen. Und dann mal gucken, ob das auch funktioniert. Da muss ich nur gucken, wo mein USB-C... Nee, Quatsch, habe ich doch gar nicht USB-C, oder? Doch, normalen habe ich. Ganz normal USB und dann auf der anderen Seite kommt USB-C raus oder habe ich nur ein USB-C? Beim neuen wollte ich. Ich glaube, bei dem neuen Board, was ich wollte, da war USB-C mit bei. Ich muss gucken. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch so nicht sagen. Ich bin jetzt erstmal weg. Von mir auf jeden Fall ganz klar ein Daumen hoch. Auf jeden Fall. Mega geil, das Teil. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag noch. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich bin weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.